Gemeinsam für die burgenländische Sozialpartnerschaft. Die Präsidenten der gesetzlichen Vertretungen in der burgenländischen Sozialpartnerschaft, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer und Arbeiterkammer, nahmen zur Diskussion über die Sozialpartnerschaft und Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern Stellung. Es ist jetzt sicher keine Überraschung, dass alle drei Präsidenten für die Pflichtmitgliedschaft sind und jeder gute Gründe dafür anführt. Dann einen wunderschönen guten Morgen bei uns in der Arbeiterkammer. Möchte recht herzlich zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Wirtschaftskammer, der Landwirtschaftskammer und der Arbeiterkammer recht herzlich begrüßen. Das tue ich sehr gerne. An meiner Seite Peter Nemeth von der Wirtschaftskammer und auf der anderen Seite der Franz-Stefan Hautzinger von der Landwirtschaftskammer. Wir drei haben es für notwendig erachtet, dass wir zu den Diskussionen in den letzten Wochen Stellung beziehen, weil wir auch ein gemeinsames Anliegen haben, ein gemeinsames Anliegen der Sozialpartnerschaft. Dass wir hier drei vorne sitzen, zeigt, dass die Spitzen der burgenländischen Sozialpartnerschaft miteinander kann, wenn wir auch nicht immer ganz gleicher Meinung sind. Es gibt aber ganz, ganz viele Dinge, die wir gemeinsam abarbeiten und gemeinsam tun. Und wir auch das gemeinsam auf Augenhöhe tun. Die Sozialpartnerschaft funktioniert aber nicht nur unter den Präsidenten. Die Sozialpartnerschaft funktioniert täglich auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben in ganz vielen Betrieben des Burgenlandes Betriebsräte, die Sozialpartnerschaft mit den Geschäftsleitungen leben, dort auch dementsprechend an einer gemeinsamen gedeihlichen Arbeit in den Betrieben arbeiten. Wir haben eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft auf Landesebene. Da möchte ich nur daran erinnern, dass wir schon länger gemeinsam an einem Projekt, nämlich Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping, gemeinsam arbeiten. Hier erwähnt auch noch ein vierter Partner, nämlich der Gewerkschaftsbund, der mit uns das auf Landesebene tut. Dass aber Sozialpartnerschaft auch auf Bundesebene funktioniert, sehen wir daran, dass wir in Österreich eine Kollektivvertragsabdeckung von 98% haben, die auf Bundesebene die Sozialpartner ausverhandeln. Das heißt, die Sozialpartner sind Garant für einen sozialen Frieden in unserem Land und die Basis dieses sozialen Friedens und dieses gemeinsamen Aushandelns ist, dass wir uns alle in Wirklichkeit auf Augenhöhe bewegen und auf Augenhöhe unsere Diskussionen und Verhandlungen auch führen. Als Arbeiterkammer vertreten wir die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land und wer die Arbeiterkammer angreift, greift damit die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land an. Jede Diskussion, egal ob über die Mitgliedschaft oder auch die Kammerumlage, jegliche Diskussion führt in Wirklichkeit zu einem Untergraben und zu einer Aushöhlung der Möglichkeiten der Interessensvertretung. Bisher haben sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Landes auf die Arbeiterkammer verlassen können. Wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft so sein wird. Wir als Organisation orientieren unsere Leistungen, unser Angebot immer am Interesse der Betroffenen, nämlich der Mitglieder. Aktuell vertreten wir rund 100.000 Mitglieder im Burgenland, 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal ob das im Arbeitsinsolvenzrecht, im Sozialrecht, im Steuerrecht oder im Konsumentenschutz ist. Mit all diesen Fragen aus all diesen Bereichen kommen unsere Mitglieder, wollen beraten werden, das tun wir auch. Und wenn es notwendig ist, geben wir natürlich auch Rechtsschutz, damit die Ansprüche vor Gericht durchgesetzt werden können.
Allein 2016 haben wir für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land 15,9 Millionen Euro für unsere Mitglieder erreicht. Neben dem Service der Beratung ist aber für uns auch ein wesentlicher Punkt, nämlich die Politik. Es reicht nicht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu servicieren, sondern die Politik, die sie betrifft, die Politik, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, mitzugestalten. Und in all diesen Fragen geht es einerseits um die Frage der Interessensvertretung, aber der Interessen zu vertreten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber gleichzeitig geht es auch darum, Gemeinschaftlichkeiten, die wir in der Wirtschaft sehen, abzuarbeiten und gemeinsam daran zu arbeiten. Ich denke nur daran, dass es eine Plattform, eine sozialpartnerschaftliche Plattform gibt, wenn es um altersgerechtes Arbeiten geht. Hier ist die Plattform Arbeit und Altern, eine wesentliche, die von den Sozialpartnern getragen wird und wo auch versucht wird, gemeinsam Maßnahmen zu setzen, dass möglichst viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesund im Betrieb bis zur Pension in Wirklichkeit ihren Arbeitsalltag verbringen können. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo wir gemeinsam nicht nur Interessen haben, sondern wo wir daran arbeiten, nämlich wenn es um die Ausbildung von Jugendlichen geht, die uns immer gemeinsam ein Anliegen ist. Denn beide Teile der Wirtschaft wissen, dass wir, wenn wir gut ausgebildete Fachkräfte haben, dann wirkt das für beide, einerseits für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die, wenn sie gute Fachkräfte sind, einen stabilen, einen gut bezahlten Arbeitsplatz haben, aber andererseits der Wirtschaft gute Fachkräfte zur Verfügung stehen, damit die Arbeit, die Leistung, die die Wirtschaft erbringen muss, auch gut abgearbeitet werden kann. Aber unabhängig davon, ob wir jetzt als Arbeiterkammer nur die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten oder ob wir gemeinsame Interessen vertreten der gesamten Wirtschaft, wichtig für uns ist, dass diese Arbeit, die wir tun, diese Interessensvertretung auf Augenhöhe passieren kann. Und auf Augenhöhe kann sie nur dann passieren, wenn wir dieses System, das wir jetzt haben, nämlich der Pflichtmitgliedschaft, nämlich der gesetzlichen Mitgliedschaft in den Kammern, auch weiter bestehen bleibt. Denn nur dadurch ist gesichert, dass wirklich alle Partner sich auf Augenhöhe dementsprechend verhalten, beziehungsweise dass der Interessensausgleich auch gut funktionieren kann. Wenn es darum geht, die Leistungen bei unseren Mitgliedern sozusagen, oder wenn wir darüber reden, wie unsere Leistungen bei unseren Mitgliedern ankommen, dann scheuen wir keinen Vergleich. Wir wissen, dass das, was wir tun, eine hohe Zustimmung bei unseren Mitgliedern hat. Der zweite Teil, der uns wichtig ist, ist nicht nur, dass unsere Leistungen von unseren Mitgliedern honoriert werden, sondern wir bekommen ja über die gesetzliche Mitgliedschaft Geld, dass wir so sparsam wie möglich, so effizient wie möglich auch einsetzen müssen. Und auch hier haben wir natürlich als kleine Kammer, als kleinste Kammer bei den Arbeiterkammern eine Riesenherausforderung, nämlich wenn es darum geht, die gleichen Leistungen wie auch in anderen Bundesländern anbieten zu können, zu müssen, dass wir mit unseren Mitgliedsbeiträgen, die wir einnehmen, auch wirklich gut auskommen. Wir sind sparsam, wir sind effizient. Was wir natürlich brauchen, ist, dass unsere Mitglieder sehr rasch und sehr effizient zu ihrem Recht, zu ihren Leistungen kommen.
Und da ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir als Interessensvertreter, und ich denke, da spreche ich auch im Namen der anderen, nicht nur in Eisenstadt vertreten sind, sondern für uns ist auch ganz, ganz wichtig, vor Ort zu sein, damit wir relativ kurze Wege auch für unsere Mitglieder haben. Das heißt, auch in der Region draußen zu sein, in die Bezirke draußen zu sein und dieses Service auch aufrecht erhalten zu können. Und ich denke, wenn es um dieses Abdecken geht, dann muss natürlich, dieses Service muss natürlich auch die dementsprechende finanzielle Bedeckung da sein. Und für uns als Arbeiterkammer ist es auch noch wichtig, genau weil wir in der Region sind, ganz konkret auf die Bedürfnisse unserer Region, auf die Herausforderungen in unserer Region eingehen zu können, nämlich wenn wir als Burgenland genau an einer Außengrenze sind zum ehemaligen Oststaaten, dann haben wir als Burgenland andere Herausforderungen wie andere Bundesländer. Und hier haben wir uns immer gemeinsam als Sozialpartner bemüht, die Politik zu beeinflussen, die Politik aber auch zu unterstützen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die für unser Land wichtig sind. Wir waren in der Zukunft guter Partner für die burgenländische Politik und das wollen wir auch in Zukunft so halten und so bleiben. Und das geht aber nur, wenn wir unseren Interessensausgleich auf Augenhöhe auch gestalten können. Jetzt würde ich ersuchen, den Peter Nemeth von der Wirtschaftskammer zu seinem Teil Stellung zu nehmen. Ja, danke schön. Ich darf dich benachteiligt. Also ich darf ebenfalls einen schönen guten Morgen sagen und ein Dankeschön, dass Sie zu diesem Pressegespräch die Einladung angenommen haben. Grundsätzlich finde ich es persönlich gut, wenn über Dinge diskutiert werden. Wenn etwas diskutiert wird, da gibt es Positives, da gibt es Negatives vielleicht auch zu berichten. Grundsätzlich muss man sich aber bei einer Diskussion immer eine Frage stellen, hat man es eigentlich in der Vergangenheit gut oder hat man es schlecht gemacht? Warum gibt es die Diskussion? Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, in einem Wohlstand, der doch ein sehr guter ist, auch in unserem Bundesland. Das wäre alles nicht möglich gewesen, hätte es nicht funktionierende Strukturen gegeben, hätte es nicht ein vernünftiges gemeinsames Miteinander gegeben und hätte es nicht die Solidarität von anderen gegeben, die uns das alles ermöglicht hätten. Ob es jetzt im Wiederaufbau war oder aber an das, was wir uns alles noch sehr gut erinnern können, durch den Beitritt zur Europäischen Union. Hier ist auch eine Solidargemeinschaft gewesen, die es uns ermöglicht hat, in unserem Bundesland besondere Förderungen in Anspruch zu nehmen, dadurch besondere Chancen zu ergreifen und das Land so zu entwickeln, wie es sich heute uns darstellt. Ein Land, das sich in den letzten Jahren doch vom Schlusslicht in der Republik sehr deutlich in das Mittelfeld entwickelt hat, ein Land mit einem sehr hohen Bildungsstandard und ein Land mit Sicherheit und mit ein Land mit einer guten Beschäftigung. Jetzt vielleicht zum Thema, die Pflichtmitgliedschaft, meine geschätzten Damen und Herren, ist ja nicht erfunden worden, um die Allmacht der Kammern zu stärken, sondern eben, um sich aus der Umklammerung der Politik des Staates etwas zu befreien und loszulösen. Und so sehe ich als Unternehmer oder Unternehmensvertreter, es ist eine der größten Freiheiten, die wir überhaupt eigentlich haben. Das ist die Selbstverwaltung, das ist das, dass wir unsere Dinge unter uns eigentlich selbst regeln können und auch gemeinsam mit dem Sozialpartner aushandeln können, ohne um die Politik unbedingt sich hier einmischen zu lassen. Das können wir eigentlich alles sehr gut tun. Und natürlich ist auch mit dieser gesetzlichen Mitgliedschaft sind auch verschiedene Dinge verbunden, gesetzliche Aufträge. Und ich denke, gerade diese gesetzlichen Aufträge
die arbeiten wir in den letzten Jahren akribisch ab, arbeiten wir gut ab und auch zum Vorteil der Interessensvertretungen und der Wirtschaft und der Menschen, die hier leben. Ich möchte es vielleicht an einigen Beispielen sagen. Die Interessensvertretung der Wirtschaftskammer funktioniert ja aufgrund des dualen Systems. Duales System in der Verwaltung, das heißt auf der einen Seite die Funktionäre, die Fachleute draußen vor Ort, die die Probleme erkennen und im Haus drinnen mit den Fachkräften, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann diese Ideen umsetzen, hinaustragen und die für unsere Mitglieder da sind. Ein Beispiel dafür ist es zum Beispiel auch die duale Ausbildung. Die duale Ausbildung, wo es darum geht, eben Betrieb mit Schule und mit Sozialpartnerschaft gemeinsam die Fachkräfte der Zukunft auszubilden. Und wenn ich denke, dass all diese Dinge dann ja eigentlich in Diskussion gestellt werden, wie werden sie in Zukunft weitergemacht, sollte man nicht an bestehenden guten Systemen eigentlich rütteln, sondern sollte eigentlich stolz darauf sein, dass es das gibt und dass das eigentlich so gut erledigt wird. Wenn ich es an einem praktischen Beispiel vielleicht erklären darf, wir scheuen uns auch nicht mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ausbildung oder nach der Ausbildung an Wettbewerben teilzunehmen. Ob es Berufsweltmeisterschaften, Europameisterschaften sind, ob es für Jugendliche, für Auszubildende sind, die sich diesen Wettbewerben stellen. Und wir können sagen, wir haben in den letzten Jahren immer Weltmeister und Europameister, als kleines Land als Österreich eigentlich hervorgebracht. Und unsere Fachkräfte schätzt man in der ganzen Welt. All das würde es nicht geben, würde das in eine Freiwilligkeit eigentlich abgleiten. Warum wir das auch noch wollen, diese gesetzliche Mitgliedschaft ist, das ist alleine aus den Strukturen unserer Unternehmen und unserer Betriebe abzulesen. 94,5% sind Kleinbetriebe, das heißt bis 9 Mitarbeiter, 4,5% haben bis zu 20 Mitarbeiter, nicht ganz 1% geht dann an die 250 Mitarbeiter und nur 0,1% sind Großbetriebe und die sind es, die sich leisten könnten, eigene Lobbyistenvertretungen aufzubauen. Und das wären dann jene, die die Systeme vielleicht in Frage stellen, zu ihrem eigenen Vorteil. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Unternehmer gibt, das wissen Sie alle selber, die nicht nur Parteien gründen, sondern eigene Parteien geführt haben, andere finanzieren diese Parteien. Und das sind gerade jene auch, die sehr kritisch der gesetzlichen Mitgliedschaft gegenüberstehen. Aber das wären dann Verhältnisse, wie wir sie in Ländern haben, die nicht so gut sind, wo ich sage, wo ich als Kleinstunternehmer oder Kleinunternehmer mich nicht so vertreten fühle. Wir haben aber auch, und das vielleicht nur als Gedankenanstoß, viele Solidarsysteme in Österreich. Als Autohändler oder jeder von Ihnen wird ein Auto fahren, wir haben eine Haftpflichtversicherung. Ich persönlich kann sagen, ich habe in den letzten 30 Jahren nichts davon in Anspruch genommen, könnte ich eigentlich auch behaupten, warum bezahle ich denn das? Aber vielleicht ist jemand dabei, der eine BIM, eine Straßenbahn gerammt hat mit Verletzten und der wäre dann finanziell ruiniert. Wir haben auch in Österreich eine Sozialversicherungspflicht, eine Krankenversicherung. Ich erfreue mich guter Gesundheit, habe mit meinen 62 Lebensjahren eigentlich noch nicht sehr viel aus diesem System in Anspruch genommen. Aber es ist herzzerreißend eigentlich zu sehen, wenn kleine Kinder und Familien große Probleme haben mit dem gesundheitlichen Gesundheitszustand ihres Kindes, dass denen aber genauso geholfen wird wie jedem anderen. Und ich glaube, wenn wir an Pflichtsysteme denken, Pflicht hat immer etwas mit Zwang zu tun, muss man sich aber immer entscheiden, ist das gut oder ist das nicht gut? Und so sehe ich die gesetzliche Mitgliedschaft gut, weil eben wie in einer Familie alle Unternehmen vertreten sind. Kleine, große. Große, das ist auch so wie in der Familie, die können sehr viel selbst für sich regeln. Deshalb brauchen die Kleineren auch mehr Zuwendung. Und da komme ich zur Finanzierung, wie du gesagt hast, das ist ja bei uns auch so ähnlich. Wenn man sich jetzt die Finanzierung anschaut, wenn ich ja auch den OF von mir sehe, so kann ich sagen, ein Ein-Personen-Unternehmen zahlt bei uns im Jahr 200 Euro im Schnitt. Das sind in etwa 16 Euro und ein bisschen etwas im Monat. Habe ich ein Zeitungsabo, das lasse ich Samstag und Sonntag aus, Sie wissen, was eine Zeitung kostet, kostet mir das mehr. Zahle ich OF-Gebühren, zahle ich in Vorarlberg über 20 Euro, OF-Gebühr, genauso viel in etwa in Oberösterreich. Ich zahle in der Steiermark 26 Euro. Die Unterschiede der Beiträge ergeben sich an den Landesabgaben und anderen Abgaben.
Und bei uns zahlt eben ein Kleinstunternehmer mit einem, der keine Mitarbeiter hat, im Schnitt 16 Euro und ein bisschen etwas und gestaffelt dann die Unternehmer entweder von der Kammerumlage 1 oder Kammerumlage 2 einen gewissen Prozentsatz, der im 0,3 bis 0,5 Prozent Bereich ist. In der Zeit, wo der Staat in den letzten 10 Jahren, wenn wir die betrachten, dem Bürger vor 10 Jahren 50 Milliarden an Steuereinnahmen entnommen hat, hat der Staat im letzten Jahr den Bürgern 84 Milliarden entzogen eigentlich. Und genau in dieser Zeit sind aber auch die Staatsschulden sehr stark gestiegen. Während wir in dieser Zeit um 30 Prozent die Abgaben, die der Unternehmer zu leisten hat, verringert haben. Also deswegen denke ich, dass wir ein System haben, das mitgliedergerecht ist, das zeitgemäß ist, ein System haben, das es unserer Wirtschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt, in einer gewissen Freiheit agieren zu können. Und ich denke, diese Freiheit wollen wir uns von niemandem nehmen lassen. Wir wollen selbst entscheiden und selbst gestalten, wie wir die Sozialpartnerschaft und wie wir die Wirtschaft miteinander ausrichten und wie die Menschen auf ihr vernünftiges Einkommen kommen, damit sie auch in einem Land leben können, das nicht von Lobbyisten geführt wird. Danke. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich da auch an dieser Diskussionsrunde teilnehmen kann, weil es mir natürlich auch aus bäuerlicher Sicht und aus der Sicht der Landwirtschaftskammer Gelegenheit bietet, unseren Standpunkt zur Sozialpartnerschaft und zum Kammersystem in Österreich darzulegen. Und beide Herren Kollegen haben ja in ihren Statements auch die Geschichte ein wenig erwähnt und rückgeblickt, und es trifft sich gut. Die Burgenländische Landwirtschaftskammer hat vorige Woche erst ein großes Jubiläum gefeiert, nämlich 90 Jahre Burgenländische Landwirtschaftskammer. Und wir haben dieses Jubiläum auch zum Anlass genommen, wieder in Erinnerung zu rufen, warum damals die Kammern gegründet wurden. Weil es die Antwort war darauf, dass nicht die Obrigkeit alles regeln soll und hineinregieren soll, sondern dass sich die Berufsgruppen selbst organisieren, ihre eigenen Belange und das frei und eigenständig. Und an dieser Grundausrichtung hat sich bis heute nichts geändert. Natürlich, wenn 9 Jahrzehnte ins Land ziehen, ist es logisch, dass vieles an Veränderungen passiert ist und dass man natürlich auch darauf entsprechend zu reagieren hat und dass sich eine Kammer immer wiederum neu aufstellen muss und neu ausrichten muss und diesen Reformbedarf auch ernst nimmt, wie wir das auch in unserem Hause immer wiederum getan haben. Aber an den Grundpfeilern der Pflichtmitgliedschaft und der Selbstverwaltung hat sich bis heute aus meiner Sicht nichts geändert, und diese Grundpfeiler müssen auch heute und in Zukunft bestehen bleiben. Diese Diskussion um die gesetzliche Mitgliedschaft ist ja nicht neu. Wir erleben sie eigentlich in bestimmten Intervallen immer wiederum, immer nach dem gleichen Schema. Man versucht hier bestimmte Gruppierungen, einen Keil politisch motiviert hineinzutreiben in dieses System, das letzten Endes über die vielen Jahrzehnte funktioniert hat. Und wenn jetzt wiederum die Diskussion aufflammt, so ist für mich die Diskussion, wie sie geführt wird, sehr unverständlich, und ich möchte hier schon auch zur Besonnenheit mahnen, dass man nicht jetzt einen politischen Schnellschuss abfeuert und damit
ein System, das über Jahrzehnte gut funktioniert hat, beschädigt oder möglicherweise komplett ins Out bringt. Jetzt bin ich schon seit 27 Jahren Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer und ich glaube daher sagen zu können, dass ich das System jetzt in- und auswendig gut kenne. Die Pflichtmitgliedschaft sichert uns den Interessensausgleich zwischen den Interessen aller Mitglieder, also innerhalb der gesamten Berufsgruppe. Und damit ist es ja auch möglich, nach außen hin einen gemeinsamen Standpunkt zu vertreten bzw. Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und anderen Dingen abzugeben, mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist gerade, wenn ich die Landwirtschaft hernehme, wichtig, die ja nur mehr eine kleine Gruppe gemessen an der Gesamtbevölkerung, etwa 5%, ist, dass man sich nicht hier auseinander dividiert, sondern geschlossen versucht aufzutreten und damit eine wesentlich größere Schlagkraft jedenfalls zu haben. Und durch eine gesetzliche Mitgliedschaft schiebt man auch den sogenannten Trittbrettfahrern einen Riegel vor, die von den Ergebnissen der Kammerarbeit profitieren, aber keinen finanziellen Beitrag leisten würden. Eine Interessensvertretung kann nur funktionieren, wenn es diese solidarische Finanzierung aller Mitglieder gibt, damit jedes Mitglied alle Leistungen in Anspruch nehmen kann, egal von der Größe her gesehen. Und vor allem, und das trifft natürlich für die Landwirtschaft genauso, wie es vorhin Kollege Nemeth für die Wirtschaftskammer gesagt hat, der überwiegende Anteil unserer Mitglieder ist ja im kleinen Bereich angesiedelt. Das heißt, alle Bäuerinnen und Bauern, unabhängig von der Betriebsgröße, werden wirksam vertreten. Bei einer freiwilligen Mitgliedschaft würden sich eher die Größeren durchsetzen, weil dieser solidarische Ausgleich fehlt. Und wenn immer wiederum von Pflichten in diesem Zusammenhang geredet wird, so möchte ich auch auf die Pflicht hinweisen, die eine Kammer übernimmt, nämlich, wie es in unserem Bereich ist, dass wir hoheitliche Aufgaben von Bund und Land übernehmen und als Selbstorganisation können wir diese Aufgaben immer und werden es auch immer besser erfüllen können, als dies der Staat macht. Ich darf in dem Zusammenhang Anton Pelinka zitieren, der gesagt hat, die Pflichtmitgliedschaft ist kein positiver oder negativer Wert an sich. Die Pflichtmitgliedschaft ist das Wesensmerkmal der Kammern und der Sozialpartnerschaft. Und ich glaube, damit kann man das wirklich am besten zum Ausdruck bringen und ist auch aus den Beiträgen der Vorredner hervorgekommen. Ja, es ist eine populistische Diskussion, die jetzt geführt wird, wo natürlich auch bewusst versucht wird, falsch oder nur halb zu informieren und dieses Wort der Zwangsmitgliedschaft so in den Vordergrund gerückt wird, statt gesetzlicher Mitgliedschaft zu sagen, weil man damit auch ablenken will von den guten Argumenten, von denen jetzt ja viele auf den Tisch gelegt worden sind, die zweifelsohne da sind. Die Zeiten werden nicht einfacher. Wir können uns daher nicht zurücklehnen. Themen wie Digitalisierung in allen Lebensbereichen, die Globalisierung von Märkten und Dienstleistungen, Wetterextreme, Klimawandel sowie alle Aspekte von Migration. Das sind die brennenden Fragen aus meiner Sicht der Gegenwart und darauf brauchen wir Antworten. Und dazu braucht es auch starke Partner für unsere Mitglieder in Zeiten der Veränderung. Das ist der wirkliche Lackmustest und wenn es gelingt und wir geben wirklich unser Bestes in diesen Fragen Antworten zu geben, dann haben die Kammern, dann haben die Sozialpartnerschaft eine Zukunft. Ich bedanke mich.